Frühsport hinter mir. Ich bin so unsportlich, obwohl, nee, stimmt gar nicht. Ich fahre immer mit dem Fahrrad zum Bahnhof. Das ist doch schon mal etwas. Nein, aber jetzt kommen wir zum, zum wichtigen, also zum tollen Teil, über den ich mich sehr gefreut habe, nämlich über das Video von Jen. Ich möchte mich noch entschuldigen, ich habe, glaube ich, Jess geschrieben überall und Jen. Kommt das eigentlich von Jennifer oder von Jenny oder von, was gibt es da noch Schönes? Ja, das sind eigentlich die einzigen zwei Namen, die mir so einfallen. Naja, egal. Also ich fand das wirklich super, wie du das gemacht hast. Ich fand das Thema auch sehr gut. Also eben mit der Brust, Brust-OP, also ich esse auch fleißig Hühnchen, schon seitdem ich klein bin, aber also irgendwie so an Pamela Anderson oder so komme ich leider noch nicht ran. Naja, gut. Ich meine, bringt ja auch so seine Probleme mit sich. Ich meine, eben da sollte man wahrscheinlich auch keine Witze drüber machen. Meine ich auch gar nicht so, aber es gibt ja Frauen, die haben damit dann auch Probleme. Und im Alter können sie ihre zwei Argumente gar nicht mehr tragen. Und da gibt es Rückenschmerzen, manche haben das schon früher. Naja, darunter leide ich zum Glück mal ausnahmsweise nicht. Nein. Die Geschichte da mit dem bolivianischen Präsidenten, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Evo. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein, ist ja egal. Ja, ich bin da irgendwie nicht so bewandert in der südamerikanischen Politik, leider. Mexiko höchstens vielleicht noch. Und naja, sonst sind da sowieso alle Systeme meistens korrupt. Scheindemokratien etc. Aber darauf will ich noch gar nicht eingehen. Ich wollte nur sagen, naja gut, so Aussagen und so sind schon ziemlich blöd. Aber eigentlich finde ich das auch, also ich meine, was erwartet man eigentlich von so einem Präsidenten? Ich meine, er ist sonst schon ziemlich doof, also seine Führungspolitik und so scheint auch nicht das Wahre zu sein. Da kann man auch nicht erwarten, dass der da so anders eingestellt ist. Ich meine, man weiß doch, dass in Südamerika, dass sehr viele Männer, gerade eben so Machtmänner, sehr homophob sind und und sich gerne mal über sowas lustig machen. Aber ja, eben. Kann man nichts machen. Also eben zum Beispiel kann man ja dann sagen, dass Ricky Martin zu viel Hähnchen gegessen hat in der letzten Zeit. Daran wird es liegen. Also ich denke mal, das wird er auch demnächst im Interview zugeben. Also falls jemand es noch nicht weiß, der ist ja jetzt schwul, hat er sich endlich geoutet. Ja, ich glaube, das war jetzt hier zu ernst. Ja. Und weitere Beispiele für so Aussagen sind zum Beispiel, oh Gott, was war jetzt da? Oh, jetzt habe ich wieder den Namen von der vergessen, was ja auch nicht so schlimm ist. Aber diese eine, diese Adlige da, die immer so einen Mist erzählt. Ja, also eben, das war Fürstin Gloria von Thorn und Taxis, genau. Die ist ja immer super. Davor war sie so voll die Skandaltante ich weiß zwar auch nicht genau, was sie sich da geleistet hat, habe ich schon wieder vergessen oder ich war noch zu klein. Auf jeden Fall eben hat die ja gesagt, also jetzt ist sie total streng katholisch, also erzkatholisch, also das heißt eben, sie ist gegen Kondome, sie ist gegen Homosexualität, sie ist gegen, was gibt's denn noch alles Schönes? Ja, eben Sex vor der Ehe, etc. Tralalala. Und naja, die hat sich ziemlich schnell gewandelt. Also ihre Besinnung da zum Religiösen kam erst ziemlich spät, aber du, besser jetzt als nie, ne? Da hat sie nämlich so super Erkenntnisse gebracht wie: Homosexualität ist contra naturam. Bete zu Gott, dieser schweren Versuchung zu widerstehen. Aber nicht nur Homosexuelle nahm die Fürstin aus Korn. Auch zur Verhütung hat sie ihre ganz eigene Meinung. Kondome nützen gegen AIDS nicht. Was nützt, ist ein Mann, der treu ist.
Was AIDS verhindert, ist, wenn man weniger schnackselt. Der Oberhammer. Ja, meine Frage ist, stört euch das? Findet ihr das scheiße? Findet ihr es schlimm? Könnt ihr drüber lachen? Regt ihr euch drüber auf? Oder denkt ihr, ja, also ich lache jetzt da eher so drüber halt. Aber denkt ihr, da sollte man eben nicht drüber lachen, sondern das sollte man ernst nehmen und da gerade mal Paroli bieten und so. Ihr seht hier so viele Themen. Wahnsinn. So, da kann man reden, reden, reden. Da gibt es so viel. Und ja, vielleicht sagen ja auch viele von euch, weiß ja nicht, ja, das ist ja doof und so, haben die denn keine Zeit, haben die denn nichts Besseres zu tun, als so Videos zu drehen und so. Also ich muss sagen, im Moment gerade nicht. Weil, also, erstens mal, es macht mir Spaß. Zweitens, es ist noch früh am Tag. Drittens, das ist für mich so ein bisschen, naja, wie, weiß auch nicht, also jemand würde jetzt eben halt eine halbe Stunde joggen gehen, ich nehme die halbe Stunde für das Video. Was denken ihr dazu? Kennt ihr auch so Äußerungen von irgendwelchen Prominenten oder Nicht-Prominenten oder irgendwie Freunden oder Familienmitgliedern? Ja, und dann machen wir, glaube ich, noch Themenvorschläge, würde ich mal sagen. Also ich wäre dafür, dass wir nächste Woche über Stereotypen sprechen. An was denkt ihr oder denken vielleicht die meisten Leute, wenn sie das Wort Lesbe hören? Ja, gut, dann würde ich sagen, meine Lieben, schaltet wieder ein. Danke. Das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Sie haben ja heute Regen angesagt und es soll kühler werden, aber hier scheint noch die Sonne. Und naja, wenn es schlecht werden sollte, setze ich mir einfach einen Privatjet und fliege dann mal schnell rüber in die Karibik. So macht man das. Okay, also, bis dann. Ciao, ciao.